Wir haben dieses Jahr ein Logo,
Ja, das hat nicht getraut, dort irgendetwas rundzustrecken von Jahreszahlen. Dann müsste ja all nächstes Jahr findet sein, der dann alles wieder aus dem Computer verschwindet. Deshalb haben wir mal eben nach Ufer gelaufen. Logo-Buch entwickelt vom Brauchitsch, Nico, der ist allerdings auch verhindert, wie der Hans-Josef schon seit Jahren war. Und geschenkt allerdings dann, wie dann auch innerhalb der nächsten 10 Jahre nochmal zurücksteht. Auf jeden Fall im nächsten Jahr draußen, dann irgendwann. Ja, und dann begrüße ich, wenn sich die Gerüchte erhärten, wenn das stimmt, weil er gesorgt hat, oder weil man mir zugetraut hat, weil er gesorgt hat, dann kann ich dieses Jahr zum letzten Mal Hi, geborener Josef als Bürgermeister begrüßen. Ja, wenn die Rutsche liegt, dann immer Grüße als Bürgermeister begrüßen. So hätte alles von mir das vergessen. Herzlich willkommen, geborener Josef, Mann, Brigitta. Ja, kann man ruhig schon eine extra Zugabe werden. Das hat nicht jeder geschafft. Ich finde das also schon hervorragend. Ja, der war auf jeden Fall einmal wie 60 Jahre Helmut Kohl als ein Waisenknabe. Nicht vom Gewicht her, aber vom Stehvermögen her. Und dann geht man noch kurz vor Chris Litsch. Susanne die Litsche. Hi, vier Reis. Ja, ich weiß, wenn keiner da aus dem Lädscher lädt, sein Vorleder, 100 Männer. Alle sein so 100 wirklich da am Rennsort, wie ich dabei rum, bricht aus. Ne? Ja. Genau. Hier ist der Hoch, Ruth Maria zu Smeller Emilia oder reicht Ruth? Okay, Ruth, Dalmatina damit. Nee, wir sollen immer Ruth, genau. Ruth und Erich Köhler, herzlich willkommen. Keiner. Oh, wunderbar. Ich habe immer gedacht, 5 Minuten an jedem Stück schwänzen, das schaffen wir nicht gar nicht. Und dann bin ich schon wieder zurück. Da war das der Knopf immer gewesen. Ich habe ein Wort, mein Motto immer, man durfte über alles schwänzen, aber nicht über 5 Minuten. Aus diesem Grunde würde man also einsteigen. Ins Programm. Vorletztes Jahr hatte man schon mal drei. Zwischendurch. Also dann zumindest, ja, wer hast du dann? Der Doppelgänger vorne. Der hast dann als Beweis, dass du auf Kontinent BSE geht, rübergegangen in Neuengland. Und Norwegen als Widerhai. Horny gilt als Hai. Würde man Runden lassen? Ja! Bitte? Nicht verstanden. Ja! Ah, Horny gilt. Die versagt heute Abend. Aber ich bin wieder da. Die Kamera antwortet auf viele Horn. Horny! Yeah. Horny habt euch lieb. Und wenn's mal Tränen gibt, hab ich Negerküsse und Blick. Horny hat euch lieb. Immer wieder. Horny habt euch lieb. Und wenn's mal Tränen gibt, hab ich Negerküsse und Leder. Piep, 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 ich hab euch lieb. Okay. Die letzten 12 Monate... Die letzten
zwölf Monate, wenn ich so an die letzten zwölf Monate zurückdenke, da muss ich wirklich sagen, für Gildehorn war es das super Jahr gewesen. Bin ich schon drauf? Bist gut drauf. Für Gildehorn war es das super Jahr gewesen. Erster Platz beim Nationalen und siebter Platz beim Internationalen Grand Prix der Eurovision. Vorbei die Zeiten, Germany one point. Allemand un point. Gildo sorgte in der Presse für Furore. Viele Zeitungsberichte sind über ihn verfasst worden. Aber auch für mich war es ein super Jahr, für euren Horny. Denn auch ich bin Meister. Und auch von mir standen verschiedene Artikel in Zeitungen und Zeitschriften. Aber nicht nur Gildo Horn hat prominente Freunde aus der Schlagerwelt. Auch euer Horny kennt viele Menschen, die Tag für Tag in der Zeitung stehen. Und viele wünschen mir speziell für heute Abend sehr viel Glück. Zum Beispiel der erste Mann in Rom, unser Papst. Hier seine Botschaft. Liebe Karnevalisten in Deutschland! Ich segne den Auftritt von Horny Gild bei den Reimen der Schlotter Fetzer. Mit dem Segen für euch alle, Horny et Horny. Aber auch die Größen der Politik haben mir Grüße zugesandt. Zuerst mal unser Verteidigungsminister Rudolf Scharping. Hier seine Worte. Ja, lieber Horny, ich kenne dich von den vielen Auftritten und ich weiß, du wirst so manche Salve loslassen. Ich hätte dich einmal gerne live gesehen, doch ein Verteidigungsminister steht am Wochenende schon mal unter dem Regiment seiner Frau. Oder auch einer meiner besten Freunde, Howard Carpendale. Er sagte zu mir, Pommy, grüße alle Narren bei euch mit ein paar Liedern von mir. Hello again, es ist schön euch im Saal zu sehen. Ich werde manchen durch die Mangel drehen, die aus Crime arise. Ich möchte hier auf der Bühne stehen, manchen Frauen den Kopf verdrehen, hier aus Crime Arad. Oh, ich sag nur hello again. Oh, ich sag nur hello again. Danke, Howie! Ich habe gesehen, unser junger Bauer, der Bernhard, ist noch nicht da. Aber auch dafür schrieb mir der Howie ein paar schöne Zeilen für unseren Jungbauer. Gestern Abend, ich lief über die Höhe, da traf ich den Bayer Pitt. Und er sagte, du weißt wohl schon von Bernhard. Er zieht nun aus, er geht zurück in sein Elternhaus.
Ich sagte verschreckt, ist das denn wahr? Bernhard ist nicht mehr da. Oh, ich weiß nicht, wo er hingeht und habe es nie getan. Er hat wohl seine Gründe und es geht mich auch nichts an. Und seit einiger Zeit nehme ich Tür an Tür mit Bernhard. Bernhard! Who the fuck is Bernhard? Fast jeden Tag schaff ich ihn auf der Hülle. Er grüßte jedes Mal, doch ich lächelte blöd. Es ist schwer, ich bin nicht mit Tür an Tür mit Bernhard. Jeden Tag grab ich ihn auf der Hütte. Er grüßte jedes Mal, ob ich lächelte blöd. Es ist schwer, ich lerne nicht mehr Tür an Tür mit Bernhard. Bernhard! Who the fuck is Bernhard? Aber auch so mancher deutsche Sänger huldigt unser Kamerad der Fasnacht. Mein Freund und Gönner Reinhard May schickte mir folgende Zeile. Als Schlauter Fass bin ich dabei. Ich bin als Kreimer da geboren. Doch Bayer Pitters laut geschreit, dröhnt noch heute in meinen Ohren. Karneval ist heute erlebt, im Saal und allenthalben. Doch Veronika kommt spät. Die Kuh war noch am Kalben. Dreimal auf Vorsicht. Muss wohl was ganz Besonderes sein. Zwischen Luxemburg, Trier und Bonn. Spätzen alt schauten davon. Und da will so mancher hin. Denn Schlauter Fässer sein in. Danke, Reinhard May! Aber wie gesagt, aus ganz Deutschland kamen die Grüße dieses Jahr für mich, für euren Hornigild. Und auch oben aus dem Norden, aus Hamburg, hat mir mein Freund Udo Lindenberg ein paar Zeilen geschickt. Entschuldigen Sie, ist das das Städtchen hier von Kreimert? Ich möchte mal eben dahin. Nach Hause steht mir der Sinn. Ich habe gehört, euer Dreierrad ist super groß. Und ich ruf Albert Peter Jäppchen, hallo, hallöchen, hallo. Und ich ruf Albert Peter Jäppchen, hallo, hallöchen, hallo. Und ich ruf Albert Peter Jäppchen, hallo, hallöchen, hallo. Danke! Ja, ich weiß, viele, viele Büttenredner wollen heute Abend noch auftreten. Deshalb muss ich langsam zum Schluss kommen. Aber einen habe ich noch. Mein Freund Wolfgang Niedecken von BAP schrieb mir folgende Verse. Verdammt lange her, da der Scheier und der Büten war. Verdammt lang her, dazu immer mich klar. Und wie der Harry dort auf mich zukommt, der sagt zu mir, ich hab mir gedacht. Das lang her, darum kreimert vor sich vor. Da hob Amo, Govert McClure. Ich weiß noch, wie ich letzt Jahr hei gestanden hab. Als Sonny gilt, komm ich dort an.
Rüssel passiert das. Da war mir klar, ich muss wieder ran. Hab es sie schreiben, hab ich es probiert. Für besondere Härte. Piercing-Operation. Okay. Hans-Peter Schäfer, recht schönen Dank. Boah, die Jäger, wenn du da oben gestanden hast. Wunderbar. Alles bedankt, alles dafür. Und großer schöner Abend. Oh, was gibt er noch? Da muss ich zu weg. Ach du liebes bisschen, so, was war es da noch für jemand? Oh Gott, wo bin ich denn hier hingeraten? Ja. Du warst wetten und eine Krame nach vorne geworden. Aber lass mich doch mal gucken, was hast du da für ein Trikot an? Der Krame der Iron Man. Ja. Und dann, da geht er sehen. Und dann hast du Flossen an. So, hast du dich verschwunden oder war das los? Ja, ich merke nicht, also. Das Blei kann nicht richtig sein. Das Blei gehört doch nicht zu Hawaii. Wieso? Nee, da musst du irgendwo falsch aufgeschwungen sein. Deswegen hier so der Rettungsring, ne? Ja. Und. Warte, 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 warte.
Thomas, und da haben sie vier Mal noch herbeizukommen, bitte. Ja, genau, aber da muss ich wohl Flugzeug dafür holen. Nee, das geht doch eben, Papa. Oh, dann ist gut. Erklärst du mal, Adamol. Ja, da geht's heil, Rob. Da kommst du in die Hirzelbar. Und dann immer mal am Strom schwingen. Und die Herd bleibt die Kinder durch. Und dann ging der Golfstrom. Und dann kommst du irgendwann schon nach hier. Ne? Immer fleißig paddeln, du hast ja groß. Das geht, ne? Na gut, dann werde ich das jetzt mal probieren, ne? Ja, ja. Mach weiter! Ja, bei allen, ne? Komm dabei, wir können mal sagen, dass mit dem Triathlon kommt, das heißt, man hat noch einiges zu tun. Aber der erste Ding im Marathon noch dabei, 10.000 Kilometer die Parkmasche. Da wäre ich aber nicht so sicher, dass ich die Fackel. Ach, natürlich, ist ja sehr optimistisch. So, meine Salma hat so lange Technik dran. Deshalb empfehle ich, dass wir selber auch mal wieder tätig werden. Dazu werden mal ein Lied oder zwei gespielt. Da können wir einmal singen bzw. schunkeln. Deshalb erstmal zu meiner Linken an den Musikus, die Lena. Um auch all wieder aus und Werke. Papa hat den Job, zwei Damen gestorben. Ich bin nicht sein. Ich bin nicht mal die Was lässt du mich haben? Wir haben noch ein bisschen geschworen. Was nicht blieb ich als Heil um? Unter mir. An den Sternen. Ja, guck mal. Hat sie den Hopp gefallen? Zum Beispiel zwei Sterne, die kann man gar nicht sehen. Das sind die, die übermorgen sein. Bei Vollmond werden sie ja ganz da runter. Bei Halbmond sind sie immer noch da runter. Da sehen sie nicht. Aber eine tolle Schlagzeile. Meine Köpfe, wenn er hoch nicht mal besteht, wann die so weit sein. Denn da sind zwei Damen, die natürlich auch bisweilen immer in die Berge im Urlaub gefahren sein. Aber man will ja irgendwann doch mal in die Sonne. Deshalb wollen sie sich auch von der Südsee angetroffen und wollen groß ihre Urlaubsbekanntschaften bekannt werden. Und mitteilen, was sie nur erlebt haben. Ein schweres Bett, die Runde, aber wir werden nicht gleich erfahren.
Kinder und die haben ganz freundlich gelacht. Und die Buben, die Männer, Frauen gefallen, Mazuren Muskeln. Die Schins, die ich je gesehen haben. Aber die Haarleute, die waren neid, die waren alt, latt. Wenn reich da waren, die Lenzi vom goldenen Ochsen denkt, bei der guckt nie aus dem Dunnel raus, wie sie Antworten zu verleihen haben. Die italienische Küche, wunderbar. Da haben wir Spaghetti gegessen. So lange! Oh, nein, ich wusste aber nicht, wohin man den Geschäft. Überall hat man es nicht. Oh, seien wir zwei und nur Hotelbergangen. Da haben wir gedacht. Und uns amüsiert. Wir haben die feinsten Cocktails gekommen. Und da war der nur arm Leid. Die haben doch alles Mini zusammengeschaut. Die hatten bestimmt kein Schnaps, kein Geld für einen ordentlichen Schnaps. Vielen Dank, Helmer und Dorothee. Wunderbarer Vortrag. Kommt ein bisschen an. Oh, was kommt dabei?
Ja, was die Busfahrt betrifft, da bleibt man dran, um richtige Busfahrer zu werden, muss man viel unter Kiesgrube üben. Da wird man dann ein Feingefühl. Da nicken die Leute auch bei jedem Schaltvorgang. So, ich dir mal ein Sektion. So, recht schönen Dank. Dann hoffen wir, dass wir nächstes Jahr wieder heilen können. Bestimmt, das schon gesagt, denn ich mal noch einen herzlichen Applaus. Und dann hätte ich gesagt, der Hallermarsch, ne, zum Ausgang. Junge, hat ihr aber wirklich Souvenirs dabei. Vor allem der Geier beschnappen. Von Effingen an, der Busunternehmer, der Peter soll sofort nach Öffingen kommen, Bus fahren. Verkläfft ihr das, ne? Also, warum? Jetzt legt mir hier den packenden Zettel in der Hand und sagt, mach weiter, weiter, ich muss mal den Bus fahren. Dann hast du vor, wie ich einsetzen. Also, wie soll auf dem Hof, die Show muss go on. Und ich soll bei der Ansauern, draußen stehen drei Männer unter dem Motto 7 Tage, 7 Schleuderfässer. Soll man die runterlassen? Ich habe nichts gehört. Soll man die Runde lassen? Ja! Na, Hallerwasch! Unser Pendant zu Kalle Pohl. Guten Abend.
Die hätte Besuch hier. Die Frauen, die hatten schon direkt, als ich herumkomme, mir Stofftiere zugeschmissen. Vielen Dank für den Pfeifel der Mauswanderer. Gefällt mir noch, Herr Sammler. Seit wann bin ich deine Frau? Ich habe mich noch mehr sehen. Ja. Da tonne ich meine Dorf. Meine Wanden konnten mal Porja und wirklich. Und schon kennen die Kamera sitten im Weg. Wieso? Was soll das dann heißen? Na, was soll das wohl heißen? Wenn der eben einen Elefant, Maus oder sonst irgendetwas zuschmeißt, so Schlupfdärschen, dann heißt das, ey Typ, verträgt dich streng und Urwald. Womit wir auch schon beim vorlauten Bayer Pitter wären. Der Nase nach zu urteilen eher Mike Krüger. Hey! Hey! Pitter, da hast du auch schon mal um Norden gewohnt. Was war dann das Grußübel, was du von da matt bräuchst hast? Direkt bei Quickborn, meinst du? Jo. Willst du wissen? Weiß ich, die anderen ja auch. Ehrlich. Ich grinse auf die Barke. Ja, sicher. Meine Frau. Und neben dem Pitter sitzt unser Piet. Nicht Piet Glocke, sondern Piet Schäfer. Ich meine ein bisschen. Honig? Hätten wir von dem Glocke gern? Machen wir auf der anderen Seite weiter. Mit Gerd Baskin. Hey, ist doch der Walter, der ist von der anderen Seite. Aber nein, so war das nicht gemeint, Gerd. Ja, ich kenn dich. So, jetzt aber nicht das Letzte, sondern die Letzte. Unser Star des heutigen Abends, last but not least, unsere Queen vom Oberdorf, die Kreimerer Antwort auf Gabi Köster, Root Free! Kennst du etwas her? Da Kind eigentlich mich schon rein. Da warst du wohl behämmert. Queen vom Oberdorf, da lass ich nicht lachen. Als er mit dem Werner da eine verheiratet. Werner, zeig dich mal! Siehste, der Werner, von wem? Queen vom Oberdorf. Als eine Tussi von Meister Brocker. PDS gewählt. Das ist doch gar nichts. Und der Hitler hat eben sogar BMW gewählt. Komm, ich schon hier, da hättest du ein schönes Wort. Was da vielleicht eine von den 13% reden hier im Dorf? No. Ich bin ein Kreimerer. Und kein Greenhorn. Gut. Was sagst du als Frau zu den Grünen? Eisernummen, der Joschka Fischer, der tierische Leiter. Wenn der irgendwo hinkommt, dem stellt direkt einen Teller voll Schmieren hin. Und wenn denn das Außenmüsse nach Afrika fährt, da geht noch nicht mal ein Löw von denen, bei den Sudias. Das ist ein Astronauten.
Bessle, da saß unser Verteidigungsminister Scharping. Denn Asja Sulam, neidisch, dann hat der in der Kaserne zum Morgenappell gerufen. Wie der fertig war, haben die 2 Minuten Spieler zum Zapfenstreich gekommen. Selber und im Interview mal gesagt. Da so, denn. Ja, ja. Gestern Abend hatte ich mit meiner Frau Sex. Heute Morgen bin ich gekommen. Am besten hast du unsere Bundeskanzler. Gott sei Dank steht der Fanclub seiner Frau nicht seinen Namen rufen. Dann ist der hieß Köpf Schröder. Ne? Also, der Schröder, ne? Der ist doch U-Boot bevor sein. Du warst ja nun da in Niedersachsen, Ministerpräsident. Du kommst nicht mal zu uns. Da hatte ich doch so von oben nach hinten, hast du gesagt, Matrose. Matrose war ich ja schon lange nicht, war Mark damals. Aber ja, kennt sich halt nicht aus, dazu sagen. Ne? Matrose, haben Sie schon mal Wasser geschluckt und getrunken? Und ich gesagt, Herr Ministerpräsident, heute Morgen beim Zähneputzen. Von der Bundespolitik nun wieder zur Kommunalpolitik. Der Dreimarater Gemeinderat hat im Frühjahr 97 darüber beraten, auf der Gemarkung Neuer Flur, wie von einigen Bürgern gewünscht, eine Bank aufzustellen. Die Bank wurde dann auch tatsächlich im Frühsommer 98 aufgestellt. Bei den Beratungen soll es allerdings zu Turbulenzen innerhalb des Rates gekommen sein. Gerd, was weißt du darüber? Der Schuler Walter. Der muss sich ja aufgeführt haben, wie ein Laus am See. Ja, warum das denn? Was sagt er denn dazu? Weil in seinen 30 Jahren Kreimer der Gemeinderat und 30 Jahre habe ich mein Konto auf der Reiheweise Bank. So weit soll ich zustimmen, dass mir ein Freund Bank noch Kreimer kriegt. Und die Schutzwahlfrau hat schon ein Sicherheitskonzept erschallt. Das Slogan war, die Bank von Kreimer, so sicher wie die Bank von England. Ja, der Thies Jupp, der hat gar nichts gesagt. Der hat schon mal Bankgeheimnisse wahren geübt. Bürgermeister der Kragen, und er sagte, Mensch, Leute, das soll ein Ruhrbank werden und kein Geldinstitut. Gut, was sagt denn dein Mann Werner dazu? Ja, der soll, also er war 50 Jahre alt und da brauche ich keine Ruhrbank mehr. Mir wäre da dem, was sie nicht einen anständigen Couch da hinstellen. Ja, ja, unter dem Linde Bernd, ob das Genehmigungsverfahren zur Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzabschnittszonenbeeinträchtigung laut Bundesgesetzblatt Abschnitt 3, Ziffer 2 mit der Möglichkeit der Revision der Anlieger beim Bundesgerichtshof hingewiesen hat, war das auf einmal gar nicht so sicher, ob die Bank überhaupt aufgestellt soll werden. Auf einmal hat euch der Richard Burkhardt sein Bedenken angemeldet. Ebenso, ihr Jungen, die Bank soll unter den Herweg zwischen den zwei Äpfeln. Ich sage euch nur in,
Denk an das Huhwasser, an der Lamba. Der Ortsvorsteher hat dann nur die Diskussion mit folgendem geschichtsträchtigen Satz beendet. Solange ich auf der Regierungsbank sitze, soll das Thema Bank nicht auf die lange Bank geschoben werden. Es käme nämlich einer Bankrotterklärung gleich, woran durch die Bank alle über die Bank diskutierenden Gemeinderäte beteiligt wären. Unsere Hausbank hat uns ein günstiges Bankdarlehen zum Bau der Ruhebank angeboten. Meine Herren, ich bitte Sie nun, sich von Ihrer Bank zu erheben und den Bankbau zuzustimmen. Sonst könnte es sein, dass wir uns demnächst auf der Ersatzbank wiederfinden werden. Danke. Aber danke. Soweit zum Thema Bank. Vielleicht hätte man dem Gemeinderat mal eine Packung Viagra schenken sollen. Dann hätte die Bank schneller gestanden. Für wen diesmal? Ah, für den Pete Schäfer habe ich heute etwas aus den USA mitgebracht, der nicht immer so sapplich ist. Sapplich? Ja gut, ich habe probiert mal. Was soll das sein? Ah, Wasser von Mississippi. Das wird dir sofort helfen. Was ist das zum Trinken? Oh nein, der gute Schuhte! Ja. Das, meine Damen und Herren, war für Sie live und in Farbe 7 Tage, 7 Schlotterfässer. Hello. Ja. Ich habe 3 Schlotterfässer angekündigt und so besucht seine Janette seiner 7 und ich finde, diese 7 haben ihre Sache wunderbar gemacht. Ich meine, ich brauche vielleicht keine Vorsichtshilfe von allen, aber trotzdem danke ich allen und der Albert übergibt jedem den Orden. Albert, fängst du bei der Dame an? Ruth, eine klasse Leistung. Stehe ich dem Ruhebett und dem Busen? Beifall für Ruth. Wolfgang Schäfer als Moderator. Ebenfalls den Orden der Greimaler Schlotterfässer. Gerd Bastchen. Hammer Haller. Tom. Peter Schäfer und unserem Sitzungspräsidenten Peter Bayer den ersten Orden. Er ist doch nicht Busfahrer geworden heute Abend, sondern ist hier geblieben. Vielen Dank, Peter. Und ich übergebe das Mikrofon wieder an Peter.
Ah ja. Ich denke, wir können es mal wieder hören. Danke. So, vor der Tür. Ein Geheimvortrag. Wort ursprünglich. Kann man so nehmen. Man ist irgendwie vom Karnevalverein und irgendjemand ist gewusst. Wähle das. Okay, er geht schon alt. Und zwar Erschaffung der ersten Menschen, hat sie gesagt. Ihr wisst also, dass eine Frau die beide kennt. Wenn das Kreimat, hängt der auch mal Geon. Gruß Rätsche. Ja. Ruth Köhne. Wollte man so lassen? Ja! Aber sie wird nicht als Ruth Köhne erscheinen. Da müssen wir selber rausholen, das war. Also, die bitte Marsch für den Geheimvortrag der Mann. Gemacht, Monsieur, liebe Herrgott, die Erde. Eine große Bahn aus Stein und gar nichts drin. Die Erde ist gewiss wüstlich und leer. Da hat sich geschaffen, Monsieur, liebe Herrgott, die Kornparadies. Auch weg mit Kornbaum und viele Strauch. Und mit viel Blumen und Gras und Sellerie und Knoblauch. Und die Wein und die Bitburger Pilz und die wilden Fisch. Angefangen bei Petit Klein Flo bis zu die Korn, Elefant und Fisch war. Monsieur, liebe Herrgott, haben wir machen ein Promenad, ein Spazier durch die Kornparadies. Und er haben gefunden, alles sehr nett, sehr bunt, aber so gar nichts Interessantes. Und er haben gedacht, ich schön, wir machen eine Bild-Demoirie von mir selber. Und er hat genommen eine Klump Dreck und haben gemacht, et voilà, sie da, Uno, eine richtige Mann. Und er haben gesagt, du bist Monsieur Adam, aber ich sehe das Tier in diesem Grande Paradies. Du darfst wohnen mit all die wilden Fisch und die Bäume und die Blumen. Aber dass du mir ja nicht gehst an meine Apfel, an meine Privatgoldfreunde. Ein schönen Tag, Monsieur, liebe Albert, haben gemacht eine Visite bei Monsieur Adam. Und er haben gefragt, kommen alle wo, Monsieur Adam, wie geht es dich? Oh, Monsieur, liebe Herrgott, es geht so, komm sie, komm sa. Alle wilden Fisch haben Kamerad und Lamour, nur ich habe nichts am Wurst, bin so allein in die Kornparadies. Monsieur, liebe Herrgott, hat gegeben an Monsieur Adam ein Schlaftablett. Und der sei geschlafen ein in die Salat und in die Gras. Und Monsieur, mein lieber Herrgott, hat genommen im Kotelett die Adam. Und hat wiederum gemacht. Et voilà, sie da, Mademoiselle Eve. Monsieur Adam sei gewackt worden und er haben gerufen. Oh la la, Monsieur, liebe Erde, das sei eine schöne Kamerad. Ich bin die Überraschung. Monsieur, liebe Erde, aber haben gesagt, Monsieur Adam, eh, Mademoiselle, ich, ihr dürfen alles machen in die Kornparadies. Mantu fresst alles, aber nicht meine Apfel, meine Privatgold rein. Da sei gekommen, Monsieur,
Teufel in die Uniform von die Klapper stand. Und der Arme sagen, hallo, Mademoiselle, ich, oh, du bist sehr schön, aber warum du nicht Essen von mir privat, Balkanett von Monsieur Beherber? Wenn du wirst essen darf von Diepom, du wirst sein wie Monsieur Liebeerbe. Da haben sie nicht können widerstehen und haben genommen une Pomme und haben gegeben die Hälfte de la Croix an Monsieur Adam. Und der haben auch geessen, und ich habe auch geessen, ja. Der haben auch geessen. Das haben gesehen, Monsieur Liebeerbe, er ist gewesen trässornisch. Und er hat gerufen, Monsieur Adam et Mademoiselle Eve, wo seid ihr, Lümmel? Monsieur Adam hat gerufen, wo Monsieur Liebeerbert? Ich bin trophäennackelig, kann nicht kommen. Und Mademoiselle Eve hat aus dem ganz kleinen Kaputtgruß die hinterste Ecke von dem Hornparadies gerufen. Ich kann auch nichts kommen. Ich habe kein Hemd an und kein BA und kein Frisur. Da ist gewesen Monsieur Herbert viel mehr zornig. Und er hat gerufen, jetzt in der Gatrin, der Chef von die Gendarmerie, die Borde Paradies. Und haben setzen lassen die beiden vor die große Porte und haben befohlen, alles tut es mit raus, ferner Port, Schlüssel um. Da haben sie gestanden in die Kalt und haben gemussen parallel arbeiten. Und seit dieser böse Tat mussten alle Travailler arbeiten. Jacques Chernet, mit dem Schweiß in die Visage. Und das alles nur wie die Oma von Mademoiselle E. auf die Privatbautrenne, die Baum von Monsieur Liebeerbe. Und euch hier im Saal wünsche ich all viel Schweiß in die Visage, aber nichts von der Arbeit, sondern von die Wein und die Bier und all die Plaisir. Ja, meine Güten, ich komme in Orde von der Schleuderfässer für die Bibelvorleser, für die Bibelvorleser. Für die Bibelvorleser, Interpreteur, ne? Für die Bibelinterpreteur. Du hast auch Schweiß im Visage und La Grand Coeur hat nach Bonbon, ne? Wollte Bonbon an die Anfang, oh, ich kann verstehen. Ich selbst habe Lappenfieber, dann auch mal trinken, mal Gläschen Wein. So, gut. Ja, schönen Dank dabei, wunderbar. Und mit Leistung, ich wünsche dir was hier. Hallo, Anna. Oh, hast du deine Flossen vergessen? Du bist ja schon beim zweiten Deal. Das ist unschwer zu erkennen. Du bist ein Fahrrad. Und wisst ihr, warum ich schon wieder high sein? Ich wollte mal unbedingt mit zwei von Eichei aus dem Kreise aufnehmen. Ich habe hier der Kind ein paar super Fahrradformen. Die Woche noch an den Fragenkreis habe ich gehört. Und mit denen wollte ich mich jetzt mal messen. Mit dem Wallerangs Heinz und dem Schuler Schosch. Ich weiß ja nicht, ob ich noch eine Chance habe.
zu unsportlich, wie ich aussehen. Also, da kann ich dich beruhigen. Der Richard hat mir eben einen Borscht, da kannst du jederzeit machen, obwohl. Aber weil, wie das so üblich ist, du musst zur Dopingkontrolle. Da musst du auf jeden Fall hin, ne? Und ich denke, da weißt du, wie das funktioniert. Du hast die Instruktionen gekriegt. Nee, ich hab ich noch nicht gekriegt. Und noch ein Fahrradfahrer kriegt dann ja noch einen Deal normalerweise. Und da werden wir mal sehen, ob du den immer noch packst. Ich bin immer gespannt. Also, der Krabbe der Iron Man, wir drücken die alle Daumen, dass du ein guter Platz mehr ist, ne? Ab zur Dopingkontrolle und dann in die dritte Runde. Tja, und weiter geht es. Wie das halt so ist, die Südsee hat natürlich einige Geschichten zu erzählen. Eben, an die können wir uns alle erinnern, sollte wenig mit Mordes zu tun, sondern mehr mit Freilich. Und wenn man Freilich hört, denke mal, kein Fleisch, also Robinson dabei. Robinson und Freitag, die würden heil trennen. Und die haben bestimmt etwas zu berichten. Boah, ihr lang genug zusammen. Würde man sie wohl lassen? Ja, Robinson und Freitag. Bitte, bitte mal. Auf der Insel. Kein Sau rief mich an. Kein Schwein interessiert sich für mich. Wasser! Oh, da kommt die! Oh, endlich eine menschliche Stimme. Ja, sicher, der hat bestimmt Durst. Hi, hast du Wasser? Ich muss mir die Zähne holzen. Ich habe Pelz auf die Zähne. Sag mal, wie geht's da sein? Das hast du bestimmt im Mond nicht. Nee, Quatsch. Hieß du dienstig? Oder warst du vielleicht freilich? Genau, ich bin freilich, aber die Firma weiterschwert. Aber komm mal, haut ähnlich von da. Haut von da, pass auf. Ich lebe jetzt schon 8 Minuten auf der Insel und ich habe mal so einen Kalender gemacht. Hau, Thomas, wo kannst du? Februar, der 13.1999. Die scheiß Duty Free Shop, sei ich. Hier mal. Ich weiß ja jetzt, wie der hier ist. Freilich. Aber hast du deine 4 oder hast du deine 9 Nomen? Ja, das ist doch ganz klar. Das sind meine 4 Nomen. Mit 9 Nomen hier ist nicht moin. Freilich moin. Ja, ja. Wie hat schon der Ahlen-Efel-Dichter Peter Zirbes geschrieben? Ob freilich morgen war es warm und ziemlich hart gefroren. Da rief der Af von der Plantan, der Kolumbus ist geboren. Ich nehme das Gedicht los, das kommt ein bisschen an mich. Aber hier mal, Robinson, warum warst du endlich heil auf der einsamen Insel? Nennst du heil Urlaub oder was? Ja, so ungefähr. Ich habe ein Fluggeschenk gekriegt. Du bist du von wem? Nee, aber da sehen wir mal bestimmt gleich. Vom Kreimaler Gemeinderat. Was wäre das an? Was hast du da ein Besonderes gemacht, dass du auch einen Flug geschenkt hast? Ich habe einen Artikel geschrieben, das ist nice.
Ihr muss so gut gewesen sein, dass ich dreimal der gemeine Rot sich bei mir bei einer Flugreise bedankt hat. 3 Wochen Robinson Club unter Südsee. Das hat's ja wirklich Wahnsinn. Ja, das ist da, die Sache hat nicht jeden Hocken. Jetzt haben wir nur den Hinflug bezahlt. Es sei denn, echt mal stutzig, gell, wie der Pilot um Flugzeug gesorgt hat. Alle Fluggäste aus Kreimerab bitte Fallschirm ablegen. Und stell dir mal vor, ich war der Inzisten. Du kommst ein hübsches Duadesse. Ja, wie hat? Hab ich auch schon lange kein Mädchen gesehen. Die sagt nur zu mir, bevor sie abspringen, wir haben noch 2 Geschenke für sie. Ich habe gefragt, ja, was lasst ihr da drin? Ihr habt mal 2 Pakete vor euch. Die sagt so, ja, in dem einen Paket ist ein Buch mit dem Titel Überlebenstraining im Dschungel. Und was war in dem anderen Paket? Stell dir mal vor, für Christach Sohn Christstoll. Ja. Und was dann losgeflogen? Ja, das ist ja das Schlimme, die ist Maibuch. Aber hier mal, freilich, wo kommst du da oder war ein Haier? Von der Osterinsel, woher da so ist? Von der Osterinsel? Weißt du, außer auf der Osterinsel, wofür hast du mich dann da hin verschlossen? Ja, da brauch ich ganz ja nicht schaffen zu gehen, da habe ich nämlich ganz ja Feiertag. Lass doch auf den Feiertisch. Was soll dann da schon sein, du Ochs? Kauf eilig, Nadine. Aber, weil du das ist ganz anders. Das. Wofür kannst du so gut Efeler Platz schmelzen? Da das ist doch ganz einfach. Meine Großvater, das war Seefahrer und der kommt aus der Efel. Und dann sein Schiff als Hai auf der Insel gestrandet. Und meine Großmutter, die hat der so sympathisch gefunden, dass die 2 zusammen gebarkt haben. Ja, hat der Seefahrer eigentlich halb bei euch hinter den Kannibalen ausgehalten? Nee, nee, der Kannibalismus, der haben wir von meinem Großvater gelehrt. Jawohl. Kannst du dich da vielleicht noch an das Dorf erinnern, wo dein Großvater heier war? Ja, sicher. Das war Hafborn. Weile geht mir Licht auf, weil ich weiß nicht, warum der Schiff ist so fließ, so billig verkehrt. Hier war freilich. Was soll jetzt so viel, er weiß, FSCs ist dabei. Ich habe schon ewig kein Schokolade gegessen. Mars oder Bounty? Bounty, das war doch ein Schiff, da war doch echt ein Meuterei gewesen. Bounty? Da war der Captain Cook, der Chef. Der Captain Cook, das ist der FS. Ich war mir schon seit Jahr und Tag Gedanken, wieso der Mann eigentlich Captain Cook ist. Ja, das ist doch ganz klar, weil er immer offen auf dem Haus guckt. Gesäß hat und hat geguckt und hat dabei sein Cookie-Dent-Tabletten genommen. Aber nochmal auf das Essen zurückzukommen. Mein Kind muss doch einen Hawaii-Toast machen. Oh ja, freilich. Das wäre nicht schlecht. Hast du dann alles da, was man dafür brauche? Schon mal noch ein frischer Ananas vom Boden von Straßenweg. Und frische Schinken noch nicht hoch. Der Kerl, der haben wir gestern echt aus dem Sulfan durch. Ja, wisst ihr, an dem Schleber-App ist aus der Kreimer der Kneipe. Die waren nämlich beide wieder Efelwochen. So ein Schienen-Doppel-Efel-Wopper. Was soll dann ein Doppel-Efel-Wopper sein? Das seien 2 Scheiben gebratene Dresch und Bierteig. Seid ihr eigentlich immer noch Kannibal? Nee, meine
Vetter, der ist Vegetarier, aber der wohnt nämlich heim. Der ist auch noch dreimal gezogen, weil da so viel Krähen gehen. Ja, das habe ich auf dem Weltempfänger gehört. Ich soll ja schon so ein Lobby haben und Kreimat, dass sie eine Feuerwehr genehmigt haben, am Feuerwehrfest anstatt dem traditionellen Schwenkbraten nur noch Blumenkohl mit der Jungs auf den Grill zu legen. Aber der Aufenthalt hier auf der Insel, der hat mir ja nichts geschaut, da stehst du ja richtig gut und Vorder. Ja, das kannst du sagen. Aber das kommt nicht versus. Ich habe einen großen Garten, paar Ziehen laufen in der Gegend, ich habe ein paar Schweinchen und zweimal eine Woche gibt der Bricke Miller. Apropos Gordon, ich meine, ich hätte noch eine Packung Weinbrandbohnen. Willst du sie hören? Wie setzt man die da? Die sind nicht für zu selbst, die sind für zu essen, das sind okay Stangenbohnen. Stangenbohnen, die geben Hai sowieso nichts auf der Insel. Robinson, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die Hai nicht wachsen sollen. Wir haben ein super Klima Hai und gemäß wie ist Hai wirklich sehr gut. Aber kein Stangenbohnen. Wieso dann kein Stangenbohnen? Wieso sollen die dann heim nicht borsten? Ganz einfach. Die Stangenbohnen sollen so tief und budden, dass sie damit nicht Glocke leiden hier. Das ist doch irgendwo ein Glockenloch. Apropos Glockenturm, wie steht es dann endlich mal deinem Seelenheil? Oh je, immer. Das war nicht schlecht. Aber ich habe gehört. Und Konz will sie den Pastor in die Wüste schicken. Könnte ja sein, dass der halt die Insel kommt. Und wie kippst du parat zu euren Frauen? Ich bin, hat sie schon mal einen? Ja, freilich, da komme ich mal Boot auch vor. Wir hatten du vor Wochen so ein Techtel-Wächtel. Aber die hat bei mir nicht ausgehalten. Die hast du wieder auf einer Insel. Aber ich kann das so, da kommen wir wochenlang an den Nieren. Und meine Frau leidet mal ganz schön am Morgen. Aber bleiben wir was anderes. Geht es hier auf der Insel auf Wildtier? Ja. Ich habe eigentlich ein Aldi-Krokodil kaputtgeschlagen und nicht geschafft. Was ist denn ein Aldi-Krokodil? Kann man da draus machen? Kann man halt die Handtaschen draus machen. So, Robinson, willst du mir letztes richtig Kohle von? Ja, was hast du da anzubieten? Ich hätte noch ein paar Coca-Blätter ein in der Tasche. Coca-Blätter? Hast du dann Zeit, wo Coca-Cola draus gemacht wird? Nee, aber ich sehe, da steht es eher auf Trinken. Wie wird dann mal am 76er Zuckerrohrschnaps? Ich meine, bei euch ist das Geschirr rum. Aber wofür hieß das endlich rum? Das habe ich nie verstanden. Tja. Trinkst du da von mir, wie du vertrauen kannst, dann bläst du ohne rum. Wie ich sehe, geht es dir ein, noch genug zu trinken. Ich meine, wo kriegst du das ganze Geschirr überhaupt her? Muss alles beim Bäcker sauberlich. Ich Idiot, ich habe mal dem so einen Knebelvertrag gemacht. Ich habe aber eine Einrichtung bezahlt, wo ich 20 Jahre gesessen bei der Rolle. Ja, so ist es nicht. Da hast du es endlich bekämpft. Hast du eigentlich noch Geschwister? Jede Menge. Der kahle Mittwoch, die Zwillinge Rosemornisch und Chloramornisch. Und so lange durch ich dich. Hier mal. Okay, fummelst du dauernd zwischen deinen Zähnen. Was du vielleicht auch rausbuddelst. Hier ob. Ich war gestern auf dem Essen ungeladen. Na go mit Gipper da lang Buchsen am Spieß. Mit dem habe ich so ein Steck Stoff noch zwischen den Zähnen hängen. Wenn ich stark gewusst hätte, hätte ich nur vom Nordisch gegessen. Was go mit da zum Nachtisch? Ei, kleiner Bier, was da so?
allen seid ihr schon, ob Freilich oder Robinson. Wir reisen wie ein Herr Zigeiner, wir fehlen uns schon bald als Pleiner. Doch komm mir Hoffnung, es geht besser, sei mir doch dreimal der Schlotterfässer. Doch Trupp, was machst du eben neidisch? Hilau, Son Robinson und Freilich. Beziehungsweise meine Vorgänger. Deshalb haben wir gedacht, wir müssen den Dreierrad mal aufstocken. Immer mal hieß den Elferrad. Deshalb durfte ich Eschbol unsere zwei neuen, ja, bin ich Eschbol, sondern Fünferratsmitglieder begrüßen. Kommt halt auf die Bühne, Emol de Bienert. So, dann hast du eine Sascha. So, hat er schon ausgelost, wer auf welcher Seite sitzt? Einfach so. Nee, so, wo willst du sitzen?
Da willst links sitzen. Da warst du auch für Getränkenachschub zuständig. Und dann tust du auch erst die Rüber für Orden und Ehrenzeichen. Das sind also dann die ungedeckten Schecks vom Karnevalsverein, was eben Orden allgemein sein. Ungedeckte Schecks vom Stein. Genau, der Pfoner muss es sein. Du hast medisch, also denk dran. Ne? Ja, hallo. Die anderen, die fallen nicht vom Fleisch. Jedenfalls sind die, die das Bein aber mal gesessen haben. Aber du kannst hier ruhig aus dem Druck setzen, die Bank wird sich nicht hitten. Keine Ahnung. So, dann von Indien. Und dann machen wir einen kleinen Bühnenumbau. Und die Musik spielt noch ein Lied. Da waren die Schwarmsinge kennt. Die müssen sich umsetzen. Und dann geht es anschließend weiter. Bis gleich. Ja, was soll dabei der Unterschied sein? Ha,
Das will ich dir selber mal erklären. Wir Piraten, wir sind ein uraltes Ahn und Beherrscher der Meere. Alles wertlose Zeug werfen wir nach Gebrauch ins Meer. So wie gefangene Seeräuber, Matrosen und Weiber. Oh, sorry. Und? Da siehst du ja wieder aus, siehst du. Wie weit hast du damals meine braucht? Hier! Meine Fregatte! Meine eigene Insel! Mein ganzes Gold! Und du? Eisch? Eisch? Deine Gefangenen, deine Matrosen und deine Frau. Oh. Alles, was du über Bord geschmaßt hast. Wisst ihr eigentlich, dass ich neulich die Queen Elisabeth geändert habe? Was sagst du da? Du hast die Elisabeth geändert. Neulich erst. Ich habe vor einigen Jahren eine Elisabeth geändert. Und? War das eine Fregatte? Nee, damals war es ein Schulschiff. Hast dir eigentlich schon aufgefallen, dass es halt fast genauso aussieht wie auf Hawaii? Ja, das ist schon richtig. Aber das Wichtigste fehlt. Das Wasser. Ohne Wasser ist Hawaii die süße Insel wie ein öder Palmenpinsel. Gott sei Dank gibt es so viel Wasser, dass in der Leben gar nicht alles gucken kann. Das ist richtig, das stimmt. Da war ich eh mal so, weil da muss ich dir doch mal etwas erzählen. Mein Hund bin guckt. Oh, das ist die Alpheit, ne? Ja, aber da kann ich mir das erklären. Nein, nicht. Habe ich mal an der Reling gestanden, ne? Und habe ganz allein über das ganze Wasser da geguckt. Allein? Allein. Oh, bitte sehen, ne? Ja. Oh, Lohnswelle. Ja, wisst ihr, was ich da gesehen habe? Lohnswelle. Und wisst ihr, was ich da gesehen habe? Also ein Brett vorbeigeschwommen. Und auf dem Brett hat gestanden, richtig ungebrannt, ne? B1. B1. Quatsch. Unsinn. Was ist das denn? Weil ganz einfach. Brät in. Und es war der End. Es hat nicht allzu lang gedauert. So gut nochmal ein Brät vorbeigeschwommen. Und da hat B2 Druck gestanden. So, und was heißt da? Da war da wohl. Brät 2. Oh, so ein Quatsch, also so ein Quatsch, das hab ich nie gehört. Ja. Tja, und wieder dauert es nicht lang, da kommt ein Brät vorbei, da steht B3 drauf. Klasse! Das heißt bestimmt Brett 3. Nee. Oh, wie kommt's denn da drauf? Ja, meine IQ, ey. Weil, pass auf, du guckst kurz dann nochmal nach und brät. Bestimmt B4. Nee, weil nicht. Dort Druck gestanden, WKKBM. WKKBM? Verstehe ich nicht, was bedeutet das? Ja, was das ist, weil es Kind kein Brät ist. Also ich persönlich habe immer nur Matrosen angeheuert, die nicht stimmen konnten. Und wer hat da? Ah, die hat Tierflammerpartei nicht. So, weiter mal, um ein bisschen mal auf Deutsch zu kommen. Hat dir ein Heide Bilder aufgepasst? Bei Neptun. Erinnere mich bloß nicht an diese verdammte Sache.
Da könnte ich doch heute noch auf die Palme gehen, aber ich weiß nicht, wie das drin soll. Na komm, erzähl mal. Meld mich doch. Erzähl. Ich hoffe, die Sache bleibt unter uns. Und es geschah also beim Wasserholen auf einer Karibikinsel. Da sind wir in einen Hinterhalt von Kannibalen geraten. Ne? Und die wollten halt schnell opfressen, ne? Klar, klar. Aber ich hatte da natürlich eine Liste angewandt. Ne? Oh, lass mal hier, was für eine Liste. Ja, ich habe gedacht, bevor ich mich ganz kriege, opfer ich lieber mein Bein. Ne? Willst du meinen nochmal sagen, dass du einfach den Bein abgeschnitten hast und den Kannibalen dort zugeschmissen oder wie? Oder um die Ochse lenken, mit der List? Ja, gut. Na klar, das war so ein Überraschungseffekt. Der hat mich ausgenutzt und hat einfach das Bein hingeschmissen. Ne? Ja, und das hat geklappt. Da zieht sich aber stark nur Seemannsgarn an. Ne? Ja, gut, da muss ich doch. Na, du musst aber noch schrecklich liegen, du, da dabei, ne? Ja, gut, das abschneide will ich ja. Aber als da einer aus meiner Mannschaft mir gesagt hat, Kapitän, das hätte ich bestimmt nicht gemacht, denn der Stamm, den kenne ich, das sind alles Vegetarier. Ja, ja, das war so hier alles aus, ne? Ja, die Sache ist schon lang her, aber es schmerzt verdammt noch. Das Bein? Nee, mein Dämlichkeit. Sag mal, warum trägst du eigentlich eine Augenklappe? Weil du das Kotze erst mal wiederholen. Weil das so blöd aussieht, dass man keinen anhaut. Wieso sieht das ohne Klappe blöd aus? Weil sich die Ohren auch sonst gegenseitig beobachten. In diesem Fall hätte ich mir zwei angezogen. Ja. Das hätte ich ja auch. Aber der Bendeleid ist wie vom Monzelfeld. Ich selber habe wohl 100 Monzelfelder an Bord gehabt. Was? 100 Mann an deinem Schiff? So viel Platz hast du gar nicht auf deinem Schiff. Doch, war kein Problem. Die sind doch so hohl, die kannst du doch mal stapeln. Aber, ja, wenn du meinst, da hättest du mir deine Nebengeschichten zu erzählen, da hier, da einmal so. Und meine ersten Lehrjahre, ne? Man musst du da auch richtig lieben, das Handwerk. Ne? Dort haben wir Stor geschickt, wo du Päfer bist. Ja. Dann hast du nicht nur so einen Spruch, wo du Päfer bist. Ich war wirklich da. Das war auf Batavia. Ne? Da haben wir einen Wind lang den Hafen aus dem Zuber gejagt. Ja, und dort sind natürlich die Hafen auf die Pelle gegangen. Ne? Junge, das war ein Arbeit, die Hafen wieder von der Palme abzukriegen. Ja, hat ja verfehlt, wenn die mal bis da oben sind, aber wie hat er die da wieder runtergekriegt, da, das Vieh? Die überhaupt nicht. Aber du, ne? Du hast es geschafft. Klar. Ja. Ganz einfach. Ich habe mich für die Palme gestellt. Guck, da bin ich auch da oben, ne? Und du hast so gemacht. Wie? So habe ich gemacht. Ich bin nicht versehen. Du hättest du mal sehen sollen, wie die Affenherd von der Palmen Rock geworden ist, da und Rock gestürzt hast. Das hättest du mal sehen sollen. Wie? Warte. Mit dem Kreuzzeichen hast du das gemacht? Da glaube ich dann nicht. Da glaube ich dann nicht. Wieso Kreuzzeichen? Das heißt doch, komm sofort Rock, so schneide ich die Palme auf. Ich verstehe doch das Haut damit, als hätte man sich so viel Arbeit mit dem ganzen Tobak mäht. Ja, wieso? Wenn wir sonst nichts zu rauchen und nichts zu kaufen hätten. Also wenn ich mal Tobak brauche, dann komme ich doch einfach mal dran. Da schnappte ich mir einfach eben. Geil durch und dann den Tobak geklaut. Da war nur sozusagen mein Gesellenstück.
Also, ich hatte ja auch mal einen Moses in der Ausbildung. Also, nicht der erste Binsenkörbchen. Ne? Also, der war da oben in der Mastkorb und hat da Ausguck nach Beuteschiffen gehalten. Also, es war eine ziemlich ruhige See. So um 3,5 Blasen rief er und ich: Schiff in Sicht! Alles sprang an Deck und wotzten schon die Messer. Und ich hab zu dem geguckt und gesagt: Halt mal, stopp! Das ist keine Beute für uns, keine Brise. Das ist ein schottisches Linienschiff. Wir wollten lange noch 6 Seemeilen kennen. Jetzt kommt der kleine Unterschied zwischen Piraten und Seeräuber. Also Piraten wissen, es muss ein schottisches Schiff sein, denn es flog nicht eine einzige Möwe hinterher. Ja, das ist auch, was also echt für schrecklich wurde, was in letzter Zeit für so Getümmel auf dem Meer los ist. Ne? Kaum noch Platz, um sich richtig zu verstärken oder mal einen kleinen Hinterhalt zu nehmen. Du willst ja sonst die Dinge überfallen. Ne? Man verdient doch immer weniger. Es lohnt sich kaum. Ja, das stimmt. Jetzt fängt es auch noch an, die Wasserstraße anzusanieren. Die Beringstraße hat sich schon gepflastert. Und die Straße von Gibraltar ist schon geteert. Ja, ja. Bei der Fels nur noch, da soll noch die lange Hansche Insel an die Japaner verkaufen. Ne? Was sind dann die lange Hansche Insel? Die kenne ich nicht. Oh, so ganz sicher sein ich mir doch nicht. Ich meine, die leiden irgendwo da im spezifischen Ozean. Dann Schätze immer vergraben. Also ich selber kann nie Schätze vergraben. Ich weiß aber, hier auf der Gemarke muss einer versteckt sein. Hast du nicht irgendwie so ein Gespür, wo der versteckt sein könnte? Ja, ja, ja. Weil, wo du bist in France, da war doch letztens der große Bergrutsch für Inneren Bonndamm gewesen. Und da rufen die auch im Herd fleißig Helfer, ne? Die da die ganze Gegend wieder hochgeräumt haben. Ja, und da wurde es so, der Schäferpitter, der taucht auch plötzlich auf, um zu helfen. Der war aber wieder so flott verschwunden, ich klebe den, hat der Schatz drinnen. Da ist mir im Sommer noch was aufgefallen. Haben wir hier in der Gemeinde einen Pool, einen See oder einen größeren Bach? Ne, wieso fragst du das dann? Weil ich fast jeden Tag einen großen Mann mit einem Kinderschwimmreifen rumlaufen sah. Ach, ja. Das weißt du doch, wer der schon hat, ne? Spottet jeder Beschreibung so an die nächsten, ne? Und sowas. Da hat Frau Ose Tom, der hat am Südpol ein Grand Malheur und guckt deshalb nämlich richtig sitzen. Ja, also wenn wir der Schatz hier nicht finden, bewege ich meine Stelze und wir beiden machen uns wieder auf unsere Schiffe. Ahoi und genau. Das waren unsere zwei Mannerbach-Piraten. Ich glaube, ich brauche keinen im Saal, die Zwiebeln hervorzustellen. Der Harry, ich weiß nicht, wie oft ich auf der Bühne war. Wenn ich nicht erzählt worden, als noch der 33. Mal. Harry, du kannst es gerne noch erzählen, aber ich weiß nicht. Albert, gestern Harry mal der Orden des heutigen Abends. Ich glaube, hat sich wieder verdient gemacht. Harry, vielen Dank. Und Peter, unser Vizepräsident, der hat schon Orden. Wir danken dich auch ganz herzlich für diesen Vortrag. Und ich glaube, wir danken den zwei mit einem dreifach donnernden Hello! 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 Hello!
Marsch für die zwei Wannebach-Piraten. Harry, mach einen Absatz. Ist auch Weltrekordkurs. Nee, nicht mehr. Ich bin doch eben gerade zum Doping-Test geschickt worden. Und was glaubt ihr wohl? Ich bin durchgefallen. Ich hatte so viel Alkohol in Tuss. Jetzt bin ich nur noch einmal gekommen. Weil ich mich mit einem aus eurer Mitte noch messen wollte. Ihr wisst ja, was meine dritte Disziplin ist, das Laufen. Da hatte ich mir gedacht, du musst dich mal mit dem Bernd Leo messen, auf 100 Metern. Sehr bekannt, ich laufe die 100 Meter in 10,9 Minuten. Und jetzt wollte ich doch mal gucken, ob der mit Leo da mithalten kann. Denn ich kläfen das nicht. Also, Dillichson, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Hello. Der Thomas, der Ironman, der war bei unserer Pausenschüler heute Abend. Ich finde, er hat die Sache wunderbar gemacht. Ich liebe der Albert hat in der Kapitel auch einen Kurs gehalten. Thomas, ein hoffnungsvoll junges Talent, liebe Kreimerer, sehr viel. Thomas, mach sie weiter, du warst auf dem richtigen Weg. Vielen Dank. Tschüss, Thomas. Musik bitte. Ja, am Abend, dass jeder Besucher von Sälchen dieses historischen Momentes bewusst sein soll, der noch nie in der Kreimerer Geschichte wurde in Gründerrat. Seit 1969, wo ich dabei sein, immer ein Dreierrat. Also soll der 13.02.99 rot angestrichen werden in der Kreimerer Geschichte. Und ich stelle schon Antrag an den neuen Gemeinderat und den neuen Bürgermeister, das Sälchen Supreme zu bauen, damit in 2-3 Jahren ein Irrwarrat hier anschaffen können. Meldung angenommen. Wie weit sind die siebenen Pulverfilter? Also ich darf jetzt mal sagen, draußen stehen die siebenen Schlotterfilter. Sollen wir die reinlassen? Ich höre nichts. Sollen wir die reinlassen? Hüttenmarsch für die siebenen Pulverfilter. Schlotterfilter. Ja, sicher, da kommt mir schon. Ich hab's gesagt, aber nur in Garmisch.
stehen hier im Saal. Wir kommen vom Uran. Da ist das Wetter eisig. Uns Männern friert der Scheißig. Wir waren auch in Danzig, da war die Mutter ranzig. Wir kamen nach Berlin, bei Petra ließ einen Sieg. Sirenen liefen warm, ABC-Alarm. Wir wurden alle rot, Berliner Bär war tot. Wir kamen nach Hannover, der Schröder saß am Sofa, im Arm hielt er die Köpfe, ein wahrlich Stürgeschöpf. Wir kamen über Frankfurt oder Frankfurt Main, aber hier in Kreimat, da sind wir daheim. Wir lagerten im Grünewald, da saß eine traurige Gestalt. Wir fragten, wer bist du? Mein Name Walter Schuh. Walter wollte ein Hirschlein schießen, doch als Heiner ließ grüßen, anstatt dem Schießgewehr hat er da einen Schwert. Wir gingen durch den Ort, so manches Kind lief fort. Hätte Pistolen dabei und Messer, doch wir sind nur drei Schlotterfässer. Für alle Spaziergänger, die durch den Kreimerater Wald gehen und Schilder sehen, die dort am Wegesrand stehen. Oh Schilderwald, oh Schilderwald, der Kreimerater wird so gestalt. Wie sein ganz weiß, marmorne Kreis. Wir formen Eich, was soll der Scheiß? Oh Schilderwald, oh Schilderwald, der Kreimerbisch geht so.
Ritterschild. Du bist gesund, du hast viel Geld. Doch auf ihren Tisch des Schilderwald, da gehen wir 1000 Mark bezahlt. O Schilderwald, o Schilderwald, der Kreml am Esch wird so geschallt. O Schilderwald, o Schilderwald, der Kreml am Esch wird so geschallt. Die Schiller seien das sehr geschickt, der leiht ihm Müll und wäscht ihm Gift. Geh im Müll, Jungisch, da das in Zufbartur, doch leiht im Wein auf dem Kreiner Flur. O Schillerwein, o Schillerwein, der Kreiner Fisch geht so. Jetzt ein Lied, warum wir drei uns eigentlich gefunden haben, obwohl wir uns nicht besucht haben. Wir seien die Sänger, Sänger vom Hellebur. Wir seien die drei, drei Malakur. Wir singen schnell, schief und noch hier. Ungefähr ungeliehen, Kummelleid von überall. Wenn so zu uns kommt, macht eure dulle Stimmen, dann sehen die Leid, da doch Rindviecher singen können. Wir seien die Sänger, Sänger vom Himmel. Auf dem Schneiders Heilers Garten, die Leitloren konnten uns kaum erwarten. Die Neistross, Stross, haben wir nur ungesungen, bis die Stehen sein geflohen kommen. Wir hatten Pausen, Beilen, geplot Horror um, vom Oberschneiders Garten, vor der Kirche zu. Wir seien die Sänger, Sänger vom Himmel, ihr Tor. Wir seien die Neue, drei Malakur. Wir sind bescheid, tief und morgen hier. Bei mir fängt es schon, des Scheibenhorn zu springen. Mir haben gesungen, du, drei Stunden unter Hill, weil heiser steht doch wirklich nicht so viel. Wir seien die Sänger, Sänger vom Hill. Verschrecken, ob geworfen wir los.
Dort oben des Schütze, Wolfram, Mann, Schäfer, Hund. Gesund bis aus, boah, ist ganz gesund. Doch Eier singen, Ass, für ne Dorfe groß Last. Ihr drei, die Weilen, Hunde, Knast. Doch um Knast, komm mir, gesungen mag Mund und Nuss. Und los und rausgelost. Wir seien die Sänger, Sänger von Elliebur. Wir seien die Sänger, einmal an Tor. Wir singen schlecht. Im letzten Jahr war es soweit. Werner Fries wurde 50. Es stand in allen Zeitungen. Die besten Grüße haben wir ausgeschnitten und die wollten wir heute Abend vorlesen. Im Bremischen Volksfreund stand: Werner Fries wird 50. Es gratulieren seine Frau, Kind und Enkelkinder, alle Verwandten und Bekannte. Der Jubilar ist noch sehr rüstig und nimmt noch rege am Dorfgeschehen teil. Auch liest er täglich den Bremischen Volksfreund. Wie wir das gelesen hatten, stand es für uns fest. Mit 50 hat man auch Träume, da wachsen noch alle Bäume, in den Himmel der Liebe. Und wenn wir zwei dann allein sind und nicht geradeaus scheint sind, dann kommt wieder ein klein Kind. Unser vorletztes Lied handelt davon, wenn sich ein Urkreimerer mit einem Neukreimerer unterhält über den Erdrutsch unter der ehemaligen Eisenbahnbrücke. Der Urkreimerer weiß, wo das ist, der Neukreimerer erahnt das nur. Loras und Breel und Breel, Loras und Breel und Breel, as Lor. Du hast denn der Breel, du hast dann der Breel, wo hast der Breel? Der as in der Bandam, der Bandam, den Dandam, der Bandam, den Bandam. Wo ist denn der Bahndamm, wo ist denn der Bahndamm, wo ist der Bahndamm? In einem Ortsbursch, dir Hermann, in einem Ortsbursch, dir Hermann, in einem Ortsbursch, dir. Wo ist denn der Ortsbursch, dir, wo ist der Chef? Ja, immer der Präg, oh Hermann, immer der Präg. Ja, wo ist denn die Brücke, wo ist denn die Brücke, super!
Mitwirker haben gerade begrüßen, wie man auch ohne irgendeine musikalische Ausbildung singen kann. Wenn auch falsch. Unter meiner Hand. Okay. Wir seid Weilen drin, so mancher Honne kriegt, goldene zu echt, meine Stimmen recht. Wir können ein Haus werden, dürft ihr mir weilen. Du kommst von der Schnee.
Leder. Ach nee, die ist eine Woche auf die Bühne. Da haben wir Geheimvortrag. Ruth Köhne. Auf die Bühne, bitte. Danke. Robinson am Freitag, aber die beiden, die steht schon halb von Simme Schlotterfässer. Schlotter Paus, Los Kramerados, der Honisch als Anarchist auch recht herzlichen Dank und Tom zu Sorn. Und am amerikanischen Mitbürger, der gerade heute den Filmtext verantwortlich hat. Dann, oh ja, dann hat man noch den Mannebach-Piraten. Anschließend, ja, der Harry fährt noch, also schon umgezogen. Ja, setz dich, komm her, Harry, Mannebach-Pirat. Ja, dann hast du eine Ausnahme, dass der Harry nur die Unterricht verdient hat. Der seit über Jahre gelingt an die Tischmolde, oder? Und jetzt als allererstes noch die Orden. Einen für den Albert, einen Orden für den Jakob, dann einen für den Werner Wiener und Ihnen für den Sascha Ludwig. So. Die stehen beide noch auf. Und jetzt kommen wir zum Finale. Und da dürfte natürlich alle mal kräftig mal singen. Thank you.
Stumme sagen, bis morgen schmittig, 14.11 Uhr. In alter Manier, aber in neuer Frische. Und wir glauben, ihr dürft ruhig rutschen bleiben, auch wenn hier oben nichts stattfindet. Und kann immer noch gesungen werden, geschunkelt, getanzt und verzehrt natürlich. Nicht ganz uneigennützig, habe ich gerade gesagt. Okay, die Karawane zieht weiter und wir ziehen ab und wir sehen uns dann spätestens nächstes Jahr wieder. Moment, da geht die Waffe. In der Hundübergabe, ne?